Wer kontrolliert das Weltgeschehen? Wer entscheidet unser Schicksal? Wer hat die Macht? Sind wir dazu verdammt, tatenlos zuzusehen? Oder haben wir eine Wahl? Wir verfügen über eine Unmenge an Fakten, die uns der Wahrheit kein Stück näher bringen. 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 Je mehr wir wissen, desto mehr stellt sich die Frage, was wissen wir nicht? Angeblich operieren Geheimbünde wie Freimaurer, Rosenkreuzer und Bilderberger, wie Freimaurer, Rosenkreuzer und Bilderberger. Überall im Verborgenen. Phantastereien? Oder gibt es doch einen verborgenen Willen, der unter der Oberfläche der Dinge wirkt? Ein Wille, der dem Chaos Ordnung und Richtung verleiht? Welche unsichtbaren Strukturen steuern uns? Das ist die Frage, der junge Künstler in der Ausstellung Geheimgesellschaften in der Frankfurter Schirn auf den Grund gehen. Die Künstlerin Ulla von Brandenburg beschäftigt sich mit geheimen Strukturen hinter der Wirklichkeit. Heutzutage gibt es eine ganz große Sehnsucht nach etwas, was wir nicht verstehen. Und es gibt eine Sehnsucht nach dem Unsichtbaren. Und mit dieser Sehnsucht spielt auch diese Ausstellung. Geheimgesellschaften, da kann man sich erstmal alles und nichts drunter vorstellen. Geheimgesellschaften, da kann man sich erstmal alles und nichts drunter vorstellen. Jedem fällt beim Thema die berühmteste Geheimgesellschaft ein, die Freimaurer. Ulla von Brandenburg zitiert ihre Symbole und Riten. Karo 7, ein überdimensionales Schachbrett. Wer zieht die Figuren? Ich habe es gesehen als Bodenfläche, als ein Marmorschachbrett, wo auch verschiedene Rituale, auch verschiedene Initiationsrituale der Freimaurer stattfinden. Freimaurer ist natürlich insofern interessant, das Schachbrett, was wir eben gerade schon gesagt haben, als sozusagen Gesellschaftsspiel und dann aber auch Freimaurer auch als eine Struktur, wo es um Macht geht. Und es ist ein Club, die sich verschiedene Posten und so weiter zuspielen. Die Freimaurer als heimliche Herren der Welt? Gilt das noch heute? Tatsächlich gibt es sehr reale Geheimbünde, die den Lauf der Welt beeinflussen wollen. Die Bilderberg-Konferenzen versammeln jedes Jahr Wirtschaftsbosse, Industriemagnaten, hohe Militärs, die Masterminds der Welt. Die Treffen sind öffentlich, über die Ergebnisse herrscht Stillschweigen. Regelmäßig dabei Henry Kissinger, unter Präsident Nixon US-Außenminister. Ein berechnender, abgeklärter Machtpolitiker, dem die Staatsräson alles galt und dem Kontrolle ein Gräuel war. Kissinger kam der Sturz des gewählten Präsidenten Chiles, Salvador Allende, sehr gelegen. Während seiner Amtszeit unterstützte die CIA den Putschisten General Pinochet. Pinochets Militärdiktatur fielen tausende Chilenen zum Opfer. Ein allseits akzeptierter Mechanismus. Machtpolitik findet im Geheimen statt. Zur Verantwortung gezogen wird selten jemand. Auch nicht Henry Kissinger. The Trial of Henry Kissinger von Eva Grubinger stellt diesen Meister der moralblinden Realpolitik symbolisch vor Gericht.
Doch der Hammer des Richters liegt, anders als in einem realen Gerichtssaal, auf der Bank des Angeklagten. Wer die Macht hat, braucht kein Gericht der Welt zu fürchten. So die zynische Botschaft. Doch nicht nur die Weltmacht USA spielt das große Machtspiel im Verborgenen. Geheime Gesellschaften, die darauf zielen, eine neue Ordnung zu schaffen, finden sich mitten in Europa. Forza Italia. Los geht's, Italien. Eine öffentliche Person, demokratisch gewählt. Doch wer brachte ihn wirklich an die Macht? Welche Kräfte regieren Italien? Wer kontrolliert das Weltgeschehen? Eine Liste mit Namen führender Entscheidungsträger in Italien. Mitglieder der Geheimloge P2. Um eine andere tödliche Geheimgesellschaft geht es dem Amerikaner Jonathan Horowitz. Der Titel seines Werks? Suspects, Verdächtige. Die Verdächtigen versteckt Horowitz hinter Treppengeländern, in Aufzügen, in Ecken und Winkeln. Die Suspects, das sind die Al-Qaida-Terroristen. Um eine andere tödliche Geheimgesellschaft geht es dem Amerikaner Jonathan Horowitz. Der Titel seines Werks? Suspects, Verdächtige. Die Suspects, das sind die Al-Qaida-Terroristen. Mahed Moqed, Ziad Zamir Jarrah, Nawaf al-Hamzi, Salem al-Hamzi und Mohammed Atta, die Attentäter des 11. September. Am 11. September 2001 brennt sich die Angst vor dem Terror in die Psyche der Amerikaner und der ganzen Welt. Jeder Muslim gilt seither der westlichen Welt zuerst einmal als potenzieller Terrorist. Der Krieg gegen den Terror, der Kampf gegen die tödliche Macht der Geheimgesellschaft Al-Qaida, der Kampf gegen die tödliche Macht der Geheimgesellschaft Al-Qaida, der Geheimgesellschaft Al-Qaida, hat sich längst zu einem Krieg im Schatten entwickelt. Töten und getötet werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die erfährt nur die Siegesmeldungen. Der gerechte Schlaf der ahnungslosen Bürger. Der gerechte Schlaf der ahnungslosen Bürger soll garantiert sein. Instrumente dieses geheimen Krieges, Satellitenaufnahmen, der Blick aus dem All. Ein solches Bild nimmt sich der deutsche Künstler Armin Böhm zum Ausgangspunkt. In einer anderen Welt geschehen da andere Dinge? Armin Böhm, Maler. Unterwegs an den Grenzbereichen. Hier das erste von 5 Bildern, Prognomètre. Der Titel klingt nach Prognostizieren, Voraussagen. Ein geheimnisvoller Titel, ein abgeschlossener Raum. Vermag ein Bild Unsagbares zu zeigen? Für mich ist ein Bild immer dann gescheitert, wenn es zu vordergründig wird, wenn irgendwo um es mal aus der Quantenphysik zu sagen, die Quantenphysik beschreibt ja immer aus zwei verschiedenen Perspektiven einen Zustand und einen Zustand, den man eigentlich gar nicht genau fassen kann.
expressionistische Texte von Gottfried Benn. Die Sprache gibt Anstoß, aber sie kann nicht alles erklären. Ein zweites Bild 8193, der Titel Einzahlencode. Zeigt das Bild eine Seance? Unter einem schwebenden Kopf hat sich eine geheimnisvolle Gruppe an einem Tisch versammelt. Nicht alles, was sichtbar ist, kann man auch verstehen.8193. Der Titel ist kein Schlüssel zum Bild. Sicherlich ist immer, wenn mehr als eine Figur in einem Bildraum versammelt ist, sofort auch eine gewisse Erzählung da. Das kann man eigentlich gar nicht vermeiden. Wobei ich mich natürlich bei der Malerei dann eher mit ganz anderen Aspekten auseinandersetze oder mich beschäftige. Interessiert mich viel mehr, ob die Figur vielleicht durch den Schatten interessant in die Fläche eingearbeitet ist oder ob der Gesichtsausdruck leer genug ist, weil ich eben gerade versuche, auch immer gegen mich und meine Tendenzen zu arbeiten. Alle suchen Orientierung. Doch die Wege führen in die Irre. Nur zwei Dinge. Kann jeder alles wissen? Kann jeder alles verstehen? Alle suchen Orientierung. Doch die Wege führen in die Irre. Nur zwei Dinge. Kann jeder alles wissen? Kann jeder alles verstehen? Oder sind die Strukturen, welche die Welt zusammenhalten, unsichtbar? Durch die ewige Frage, wozu? Dieses Bild hat Armin Böhm Phosphorum genannt. Der Raum scheint aus sich selbst herauszuleuchten. In der modernen Welt gibt es keine Nacht mehr. Alles kann künstlich erleuchtet werden. Doch nur weil überall Licht ist, sind nicht alle Geheimnisse gelüftet. Im Atelier. Armin Böhm ist nicht an Abbildern der Wirklichkeit interessiert. Er kollagiert Form und Farbe. Am Ende sind da Bilder.